Ich kann dir genau sagen, was in diesem Kinderüberraschungsei ist, ohne dass ich es aufmachen muss. Tada! Ja, okay, vielleicht kann ich es dir nicht ganz genau sagen, aber das Coole an Röntgenbildern generell ist, dass wir in Objekte reingucken können, ohne sie kaputt zu machen. Oder findest du es cool, wenn du beim Arzt bist, weil dein Knöchel verstaucht ist und er erstmal sagt, ja, schneiden wir mal auf, um zu gucken, ob es gebrochen ist. Ah, sorry, können wir mal ganz kurz? Ja, dankeschön. Das Komische ist, dass Röntgenbilder immer schwarz-weiß sind. Ich meine, jedes Jahr kommt ein neues Kamera-Upgrade fürs iPhone raus, damit wir bessere Social-Media-Posts von den Malediven absetzen können. Aber ein 100.000 Euro Röntgengerät produziert Graustufen. Um das zu verstehen, müssen wir uns anschauen, was Röntgenstrahlung überhaupt genau ist. Denk erstmal an Licht, was du aus dem Alltag kennst. Das ist nämlich eine elektromagnetische Welle. Das heißt, ein elektrisches Feld schwingt, erzeugt dadurch ein magnetisches Feld und dieses schwingende magnetische Feld erzeugt wieder ein elektrisches Feld und so weiter und die Welle kann sich im Raum ausbreiten. Die wichtigste Eigenschaft einer Welle ist ihre Wellenlänge. Denk zum Beispiel mal an den Ozean, da ist die Wellenlänge der Abstand zwischen zwei nacheinanderfolgenden Wellenkämmen. Genau das gleiche Konzept funktioniert auch für Lichtwellen, nur dass da der Abstand natürlich deutlich geringer ausfällt. Die Wellenlängen von all dem Licht, was wir sehen können, sind ungefähr so ein Hundertstel der Dicke eines menschlichen Haares. Und bei sichtbarem Licht bestimmt diese Wellenlänge, als welche Farbe wir das Ganze wahrnehmen. Rotes Licht hat zum Beispiel eine Wellenlänge von 700 Nanometern und grünes Licht sowas im Bereich von 500 Nanometern. Röntgenstrahlung ist im Prinzip genau das gleiche wie sichtbares normales Licht, aber mit einer viel, viel kleineren Wellenlänge, ungefähr 10.000 Mal kleiner. Das heißt, auf die gleiche Distanz betrachtet, wird dieses Röntgenlicht viel, viel öfter hin und her schwingen als sichtbares Licht und hat dadurch auch mehr Energie. Und genau diese Energie macht den Unterschied, ob Licht durch Sachen durchkommt oder nicht. Stell es dir ein bisschen vor wie ein Trampolin. Das Trampolin hat eine bestimmte Geschwindigkeit, mit der es von sich aus ganz gerne schwingen würde. Und wenn du ungefähr mit so einer Geschwindigkeit auf und ab hüpfst, dann kriegst du es auch dazu, diese Schwingung zu machen. Wenn du jetzt aber super schnell auf und ab springst auf dem Trampolin, dann kriegst du es gar nicht dazu, überhaupt zu schwingen. Dein Tempo passt einfach gar nicht zu dem natürlichen Tempo, mit dem das Trampolin gerne schwingen würde. Was Ähnliches passiert mit den ganzen Elektronen, die um Atomkerne herumschwirren, weil das sind nämlich die, die das Licht blocken können. Die haben auch bestimmte Lieblingsgeschwindigkeiten, mit denen sie hin und her schwingen und sichtbares Licht passt perfekt dazu. Das heißt, wenn da sichtbares Licht drauf kommt, dann bleibt es einfach sofort hängen. Röntgenlicht ist mehr so wie schnell auf dem Trampolin auf- und abspringen, das heißt, es interagiert nicht so gerne mit den Elektronen und bleibt auch nicht so oft hängen. Ganz so einfach ist ja dann auch wieder nicht, weil es gibt ja schon Materialien, wo auch Röntgenlicht hängen bleibt. Schau dir zum Beispiel mal ein Kohlenstoffatom an, da gibt es ja nur ein paar Elektronen, die drumherum schwirren und potenziell Röntgenstrahlung absorbieren können. Aber wenn man sich jetzt Blei anguckt, das sieht ja aus wie ein Traumfänger für Röntgenstrahlung. Es kann an all diesen Stellen sozusagen hängen bleiben. Wenn wir jetzt also viele Wellenpakete auf Kohlenstoff schicken, dann wird ein Großteil davon durchkommen und auf unserem Messgerät sichtbar sein. Wenn wir das gleiche mit Blei machen, wird ein Großteil davon geblockt. Deshalb kriegst du auch eine Bleischürze, wenn du ein Röntgenbild beim Zahnarzt machen lässt. Wir wollen die Röntgenstrahlung ja nur hier im Zahnbereich und nicht irgendwo anders an deinem Körper. Generell ist es so, dass schwere Atome lieber Röntgenstrahlung absorbieren. Deshalb macht es ja auch so viel Sinn, ein Röntgenbild vom Fuß zu machen, weil die Röntgenstrahlung rast praktisch wie durch Butter durch die Muskeln und die Haut durch, aber im Knochen bleibt mehr hängen. Der Knochen hat nämlich Calcium drin und das ist auch schwerer als Kohlenstoff. Das heißt, was du im Endeffekt siehst, ist so eine Art Schattenbild. Es gibt die Bereiche, wo alles durchgekommen ist, und es gibt die Bereiche, wo was hängen geblieben ist in dem Knochen. Aus irgendwelchen Gründen mögen Radiologen es aber gerne andersrum, deshalb drehen wir das Bild dann um und deshalb erscheint der Knochen weiß und der Rest davon schwarz. Da haben wir ja praktisch schon die Antwort. Wir messen ja einfach nur, wie viel Strahlung an jeder Stelle durchkommt und es ist entweder alles davon, nichts davon oder halt irgendwas dazwischen. Und so kriegen wir ein Graustufenbild. Es stellt sich aber schon die Frage, ob wir das irgendwie ändern können. Weil ich meine, bei sichtbarem Licht können wir auch sagen, ist es jetzt rot oder blau. Das heißt, warum sollen wir nicht bei Röntgenlicht sagen können, ist es jetzt 0,05 Nanometer Licht oder 0,04 Nanometer Licht, was ja dann das gleiche Prinzip wäre. Wir haben ja bisher so getan, als gäbe es nur das eine Röntgenlicht, also nur eine Wellenlänge von Röntgenstrahlung. Aber genau wie bei sichtbarem Licht gibt es auch ganz viele verschiedene Röntgenwellenlängen. Wir haben uns nur bisher nicht angestrengt, die auch wirklich auseinanderzuhalten. Für uns erscheinen die natürlich trotzdem nicht farbig, aber das hält uns ja nicht davon ab, sie einfach trotzdem zu messen und dann jeder Wellenlänge eine Farbe zuzuordnen, die wir dann auch wirklich wahrnehmen können. Sowas Ähnliches macht man tatsächlich schon für Bilder vom Weltraum. Vielleicht hast du sowas schon mal gesehen, aber das hier sind keine echten Farben. Man hat einfach verschiedene Röntgenwellenlängen aufgenommen und einfach gesagt, die einen malen wir jetzt blau an und die anderen malen wir rot an und dann entsteht dieses Bild. Wenn du jetzt also in deine Rakete steigen würdest, um Urlaub an dieser Stelle vom Universum zu machen, dann ist das nicht das Bild, was deine Augen sehen würden. Du wärst wahrscheinlich eher enttäuscht und würdest Rabatt vom Reiseveranstalter verlangen. Aber wie finden wir denn jetzt raus, welche Wellenlänge von Röntgen da jetzt gerade eingetroffen ist, damit wir es dann einfärben können? Was wir bisher gemacht haben, kannst du dir so vorstellen. Es regnet draußen und du willst rausfinden, wie viel es in der Stunde regnet. Also nimmst du einfach einen Eimer und stellst ihn da ab und kommst nach einer Stunde wieder.
Du kannst einfach nachgucken, wie viel Wasser jetzt in dem Eimer ist und dann weißt du ja genau, wie viel Regen pro Stunde runterkommt. Aber du hast damit keine Infos darüber, wie schwer die einzelnen Wassertropfen waren, du hast nur dieses Gesamtergebnis. Das ist wie mit dem Röntgenbild, wir wissen, welche Menge durchgekommen ist, aber wir wissen nicht, wie das Licht jetzt genau aussah, was da durchgekommen ist. Dafür müsstest du eine Waage nach draußen stellen, die praktisch jeden einzelnen Regentropfen misst und dir dann aufschreiben, wie schwer jetzt dieser Regentropfen ist. Weil dann kannst du am Ende des Tages immer noch zusammenrechnen, was da jetzt insgesamt in einer Stunde runtergekommen ist. Aber du kannst mir auch bei jedem einzelnen Regentropfen sagen, wie schwer der war. Es wird gerade viel daran geforscht, Messgeräte zu bauen, mit denen du genau das gleiche für Röntgenstrahlung machen kannst. Dann kannst du sagen, dieses Wellenpaket hatte jetzt diese Wellenlänge und dieses andere Wellenpaket hatte diese Wellenlänge. Der Haken daran ist, dass es wirklich schwierig ist, die Röntgenstrahlung sehr fein einzuteilen und deshalb sieht man das Ganze jetzt noch nicht in der Klinik zum Beispiel. Wenn du zwei unterschiedliche Wellenlängen auf das Messgerät schickst, dann kann es die in der Regel ganz gut unterscheiden. Wenn die Wellenlängen aber sehr ähnlich sind, dann kann es hier auch zu Fehlern kommen. Es gibt aber eine einfache Methode, die du vielleicht schon im Alltag gesehen hast. Wenn du nämlich auf dem Weg zum Urlaub bist, musst du ja deine Koffer am Flughafen auch durch einen Röntgenscanner durchschieben und dann schaut jemand drauf, ob da Sprengstoff oder Messer drin sind. Und diese Anzeige ist auch farbig. Hier verwendet man einen Trick, macht einfach zwei Bilder. In dem ersten Bild nimmt man eine Wellenlänge von Röntgenstrahlung und dann nimmt man noch eine andere Wellenlänge von Röntgenstrahlung für ein zweites Bild. Stell dir vor, du machst ein Bild von deinem Zimmer und du machst das Bild aber nur mit grünem Licht. Dann wird auf jeden Fall die Pflanze, die da in der Ecke steht, hell sein, weil sie ja so gern grünes Licht zurückschickt. Aber die anderen Objekte sind vielleicht ein bisschen dunkler. Wenn du jetzt noch ein zweites Bild machst, wo du nur rotes Licht rausschickst, wird die genau gleiche Pflanze jetzt plötzlich dunkel aussehen, weil sie rotes Licht so gerne absorbiert. Das heißt, wenn wir diese zwei Bilder vergleichen, können wir uns relativ sicher sein, wo jetzt eine Pflanze auf dem Bild ist. Ein sehr ähnliches Prinzip verwenden wir jetzt auch beim Flughafenscanner, nur dass da die Objekte keine Strahlung zurückschicken, sondern wirklich durchleuchtet werden. Als erstes schicken wir Röntgenlicht mit einer niedrigen Energie oder langen Wellenlänge auf die Objekte. Durch eine Banane zum Beispiel kommt dann das meiste Licht durch. Aber in einer Trinkflasche zum Beispiel bleibt schon ein bisschen was hängen und bei einer Batterie sehen wir einen ganz deutlichen Schatten, weil die viele schwere Elemente enthält. Jetzt machen wir das Ganze nochmal, aber mit einer hohen Energie oder kurzen Wellenlänge. Die Banane ist jetzt kaum mehr zu sehen, weil das Röntgenlicht praktisch durchrast, die Trinkflasche verursacht noch einen kleinen Schatten und die Batterie ist immer noch halbwegs sichtbar. In einem letzten Schritt können wir jetzt also jedem Objekt einen Farbcode zuteilen, je nachdem, wie es sich verhält, wenn man es mit diesen zwei Wellenlängen bestrahlt. Das hat jetzt den Vorteil, dass wir die Objekte auch dann noch unterscheiden können, wenn sie aufeinander liegen, wie es häufig in einem Koffer der Fall ist. Aber das Ganze hat auch schon Anwendung in der Medizin. Man kann mit der gleichen Technik nämlich schon rausfinden, ob Patienten Kristallablagerungen im Fußgelenk haben, die da eigentlich nicht hingehören. Hier haben wir jetzt genau das gleiche gemacht wie beim Flughafenscanner gerade. Wir haben zwei Röntgenbilder aufgenommen und wissen, dass die Kristalle sich auf denen anders verhalten werden als der Knochen. So können wir dann beiden wieder einen Farbcode geben und sie besser unterscheiden. In Zukunft werden wir mit der gleichen Technik auch herausfinden, ob sich Krebs im Körper versteckt, weil der auf einem reinen Graustufenbild manchmal schwierig zu unterscheiden sein kann von dem normalen Gewebe. Oft gibt man den Patienten vor ihrer Untersuchung ein Kontrastmittel, bei dem man hofft, dass es sich vermehrt in den Krebszellen anlagert. Mit unserer Zwei-Röntgenbilder-Methode können wir dann herausfinden, wie viel von dem Kontrastmittel in welchem Gewebe steckt und so leichter das rausfiltern, wo sich wahrscheinlich ein Tumor verbirgt. Wir sehen also, es gibt super spannende Anwendungsbereiche für farbige Röntgenbilder und deshalb ist es auch gut, dass gerade so viel daran geforscht wird. Und sind wir ehrlich, sie sehen auch einfach cooler aus.